Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Rolpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert, die Schneelande der Krone. Ja, ich habe offscreen ein bisschen deiner Abenteuer gemacht und es bisher immer noch nicht geschafft, Suisun zu fangen. Ich habe Suisun, also man kann ja immer das Pokémon verfolgen, das man schon mal gesehen hat, das legendäre, und habe ich immer wieder gemacht. Ich habe versucht, das Teil zu fangen, mit wenn es ein richtiges Wesen gehabt hätte, und ja, hatte es bisher noch nicht. Und man kann ja am Ende irgendwie wählen, ob man jetzt hier, weiß ich nicht, irgendein Pokémon mitnehmen will, das man gefangen hat auf dem Weg, oder ob man das legendäre Pokémon mitnehmen will. Und ja, ich habe einfach gesagt, nö, will ich nicht, und danach kann man immer noch irgendwie Suisun wieder suchen, und dann kann man noch mal den Kampf machen, und dann hat es wieder ein anderes Wesen, und ja, finde ich gut. Also man kann das doch schon manipulieren, und ja, ich weiß, es gibt Minze, womit man die Wesen ändern kann, aber wenn man das macht, wird trotzdem noch im Startbildschirm angezeigt, welches das ursprüngliche Wesen des Pokémon war, und mich stört das, deswegen mache ich mir diesen ganzen Trubel ja noch mal. So, ich habe ganz eindeutig natürlich nicht nach dem letzten Part gespeichert, weil ich sonst keine Meistermeldung mehr gehabt hätte, und ja, ich habe alle Sachen normal gefangen. Ich habe sogar das Regirock jetzt gefangen mit einem normalen Pokéball, mit einem vernünftigen Wesen, und ja, das haben wir schon mal abgehakt. Fehlen jetzt noch die anderen beiden, die jetzt, nehme ich mal sehr stark an, auch hier vorkommen werden, ne? Nehme ich jetzt mal so eiskalt an. So, wie noch sah, ich habe genug Punkte gesammelt, um hier diese Karotten zu kaufen, ne? Also komm, gib her. Ach, deiner Erz. Boom. Du bist ein alter Mann, 8 Bocken deiner Erz. Na voll, vielen Dank. Jetzt muss ich die Bocken deiner Erz nur noch im Fell vergraben, damit mein Gemüse riesengroß wird. Das ist den Samen, wie versprochen. Okay, ich muss also nicht auswählen, was für ein. Wie diese beschaffe ist, wächst dort eine andere Karottenart. Maxian ist hier auf den Fällen des Dorfes auszusehen, hast du? Okay. Jemand, da muss ich dann irgendwann noch eine Entscheidung treffen, weil es ganz stark danach klingt, irgendwie, ob ich überhaupt Animationen und so an. Ja, ne, hab ich noch angestellt, ja. Weil es sich ganz offensichtlich danach anhört, dass es zwei verschiedene Pferde gibt, und ich muss mich für eins entscheiden, ne? Hast du Karotten gefunden, Menschenkind? Wie bitte? In diesem wundersamen Beutel befinden sich wahrhaftig Karottensamen? Ihr Menschen hört einfach nicht auf, euch anzupassen und weiterzuentwickeln. Es erfüllt mich wieder mit Erstaunen, wozu ihr fähig seid. Doch die Felder des Dorfes sind nicht für den Anbau von Karotten geeignet. Wenn wir fruchtbaren Boden zur Verfügung, wäre ich in der Lage, die Samen mit meinen Kräften gedeihen zu lassen. Wo könnten wir also geeigneten Boden in meinen Schneeland finden? Hm? Oh. Wir kommen zwei Orte in den Sinn, und da müssen wir die Auswahl treffen, ne? Zu einem gibt es da ein Feld, das von einer eiskalten Schneeschicht bedeckt ist. Oh, und der Friedhof. Das andere Feld befindet sich in den neben dem Friedhof, wo die Verstorbenen ruhen. Leute sterben, wenn sie tot sind, im Pokémon. An beiden Orten könnte ich von meiner Kraft Gebrauch machen und Karotten gedeihen lassen. Wähle eines dieser Felder und sehe dort die Samen. Wow. Ja, nur in letzter Zeit schlafe ich echt oft draußen ein. Es ist eben ganz schön anstrengend, in der Expeditionsweise die Stellung zu halten. Pass auf dich auf und übertreib's nicht, Expeditionsleiter. Okay. Du markierst die Lage der zwei Felder, von denen Coronus bei erzählt hat, auf deine Karte. Du merkst den Stand der Dinge. So, und je nachdem, welches ich wähle, bekomme ich jetzt ein anderes Pferd oder was. Oma, Oma. Singst du mir das Lied vom Rost des Königs, bitte? Ja, ja, aber sicher noch, mein Kindchen. Deine Wildling war so weiß wie Eis, er wählte die Polarkarotte als Speis. Der andere Wildling war so weiß wie ein Geist, er hat die Phantomkarotte verspeist. Ist immer schöner Gemüse, wie das Pokémon im Lied, hörst du? Mach ich, Oma. Versteht ihr es? Es gibt zwei verschiedene, und ich muss mich für eins entscheiden. Versteht ihr es? Und
Ich würde dann sagen, wir machen das so. Oh, hier war ich doch, hier war ich schon mal. Kann ich irgendwie hier so? Ich weiß ja nicht. Und ich würde sagen, wir machen das so ähnlich wie mit. Das haben wir doch auch mit dem. Ja, boah, wie hieß das andere DLC nochmal? Rüstungs-DLC. Rüstungsinsel, ne? Ich würde sagen, wir machen das genauso, ne? Wir machen beide und zeigen mal beide. Einfach nur, Entschuldigung. Einfach nur, um zu sehen, ne? Welches davon und zu uns passt. Und ja, ich werde definitiv natürlich beide Versionen haben am Ende, weil ich habe ja auch Schild und Schild muss ich ja auch noch durchspielen. Da kann ich dann ja die Version holen, die ich mir in diesem Spiel ja nicht hole. Also das ist jetzt nicht so ein Drama. Friedhof. Ja, ne? Fangen wir mit dem Friedhof an. Dann gucken wir mal, ob wir hier. Weiß ich nicht. Ist egal wo. Anscheinend nicht. Dann muss ich das hier. Hier, man muss halt, wo ist ja nicht der Friedhof, ne? Wo ist denn der Friedhof? Oh. Ich wünschte, die hätten mal so eine genaue Karte, wo man genau sieht, wo die Orte sind, damit ich auch wüsste, wo ich bin. Oh. Okay. Boah. Also ich würde sagen, in diesem Bad gucken wir uns beide von diesen Dingern mal an. Dann tue ich mich offscreen für eins von denen entscheiden. Ich glaube, ich weiß schon, welches ich nehme. Ich weiß noch nicht, welche, wie die beiden aussehen oder überhaupt. Aber ich habe so Gefühl, ich weiß, mit welcher Richtung ich hier gehen werde. Gut. Lass uns mal diese Teekanne aus dem Weg räumen. Wo ist denn hier ein Feld? Oh mein Gott, geht weg. Wenn jetzt so weit geht, komme ich gar nicht dazu, irgendwie was anzupflanzen. Weil das war doch gerade, wo ich da was einpflanzen muss. Irgendwo anders ist doch nichts zum Einpflanzen, oder? Diese fetten Viecher. Ja, so. Das heißt, der Feld, das von denen Koronos bei dir erzählt hat. Möchtest du die Karotten sollen auf diesem Feld aussehen? Ja. Ja, wie hast du eines der Felder erreicht? In diesem Feld waren Phantomkarotten. Werden Phantomkarotten gedeihen? Wenn ich mein Gedächtnis sich täuscht, liegt mein treues Rotz diese Feldfrüchte deshalb so sehr, weil es den Typ Geist angehörte. Noch alles liegt so weit in der Vergangenheit, dass ich mich nicht mehr sicher sein kann. Ich frage dich noch einmal, willst du wirklich die Samen in diesem Boden sehen? Ja. So sei es, dann sehe nur bitte die Samen. Ich sehe die Samen. Buddo. Du hast die Karottensamen eingepflanzt. Jetzt noch ein, die Erde etwas festklopfen. Ausgezeichnete Arbeit. Du scheinst ein Händchen dafür zu haben. Nun bin ich in der Reihe. Wer Zeuge meiner Kraft? Okay. Ein irischer Tanz hingelegt. Du schaust, wie der Boden zu zittern beginnt. Plop. Du hast so viel Samen gefallen, aber nur eine konnte ich gedeihen lassen. Ja, meine Kraft auch geschwunden ist, mir schmerzt das Herz bei den Gedanken. Schon bald wird mein Klagen jedoch ein Ende haben. Nun, dein Menschenkind setzt all deine Stärke ein, um diesen Phantomkraut aus dem Boden zu ziehen. Das ist mir auf den Arm, den kannst du heute nicht selber machen. Ich soll die Karotte rausziehen. 1, 2 und Hauluck. Du hältst eine Phantomkraut. Ist das so gut, du Menschenkind?
Der Grotte wird es möglich sein, mein treues Ross dabei zu locken. Jetzt benötige ich nur noch die Zügel des Bündnisses. Sie verleihen mir die nötige Kraft, um mein treues Ross mit Leichtigkeit reiten zu können. Ich bezweifle jedoch, dass die Menschen sie mir jetzt noch darbieten würden. Oh, da kommt es. Fantoro. Kann es denn sein? Bist du es wirklich, mein treues Phantoros? Den schwarz schimmernde Fell, diese wildes, ungestümer Galopp. Genau wie bei unserer allerersten Begegnung. Da werden Erinnerungen wach. Phantoros! Offenbar kann es die Karte zwar wittern, aber nicht genau orten. Der Richtung nach zu urteilen, in die jetzt galoppiert ist, könnte es vorhaben, das Dorf nach Korten abzugrasen. Sollte ich mich meiner Vermutung richtig liegen, ist Freestyle in Gefahr, Menschenkind. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Hat bisher noch niemand gemerkt, dass hier so ein Typ am Rumfliegen ist? Okay. Diese Notizen sagen uns eigentlich nur irgendwie, was gerade passiert ist, ne? Na gut, dann geben wir das Ross mal auf die Schnauze. Hi. Brrr. Stopp. Nein, mach das nicht. Blubub, ist verboten. Oh, hey. Phantoros erscheint. Phantoros hat es auf deiner Phantomkraut abgesehen. 75 Gigasauger. Hochklar. Gib mir deine Korte oder ich töte dich mit meiner Mähne. Ich würde jetzt sagen mit meinem Spitzbart, aber du hast keinen Bart. Gib mir deine Mähne oder ich töte dich mit meinem Spitzbart. Na, wer kennt das? Wahrscheinlich keiner vom YouTube-Video. So. So, riesiger Spoiler. Ich werde nach diesem Part nicht speichern. Also mir danke vollkommen egal, was für einen Ball ich werfe. Deswegen komm mal her. Nein! Wir müssen keine Chance, einen Ball zu werfen schon wieder. Das gibt es jetzt einfach nicht. Oh, okay. Schluck. Tot. Jetzt bist du echt ein Geist. Okay. Ach ja, ich habe einen Ei dabei. Soll ich vielleicht mal schlüpfen irgendwann. Den Pokédex-Eintrag. Ross. Halt, mach das nicht. Anjo. Ah. Hm. Ah. Das heißt in Ordnung. Es geht mir gut, aber jetzt kommt mir vor, als hätte ich mich gerade jemand beschützt. Als hätte mich gerade jemand beschützt. Das war ich gern geschehen. Und die Zügel. Strähne, dunkles Rosshaar. Ja, der Gast, wie können wir dir für diese Rettung danken? Mit Geld. Es macht so ein ungestümes Pokémon nur in den Stehlanden. Man könnte fast meinen, es sei diesen Pokémon aus dem Märchen, das Treuros des Königs. Aber ach, was rede ich denn da? Na nun, was ist denn das? Doch nicht etwa dunkles Rosshaar? Im Märchen passiert etwas Besonderes, wenn man eine leuchtende Blume, die der König selbst hat erblühen lassen, in solches Haar einflechtet.
Angeblich kann man so wie Zügel des Bundes herstellen, die den König des treuen Ross miteinander verbinden. In eigenen Vorfahren praktizieren die Kunst des Zügelerstellung, die von einer Generation in der nächsten weitergegeben wurde. Und ja, für meinen Teil habe so eine Blume noch nie gesehen. Auch die Fertigungsmethode ist mir Zeit der Vergessenheit geraten. So, jetzt haben wir aber lang genug über die Ammächen gefachsimpelt. Ich sollte mir wohl bessere Gedanken darüber machen, wie wir dieses Pokémon in Zukunft in unserem Dorf fernhalten können. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe eben. Ich bin an meinen eigenen Schmuck verschluckt. Sieht das echt niemand? Hallo? Kommt das niemand mit? Dass so ein Typ ja am Rumfliegen ist. Geht wirklich nie jemand in diese Ecke rein? Okay. Gut. Hi. Vielen Dank, dass du das Dorf beschützt hast, Menschenkind. Da wäre es mir eine Pflicht gewesen, mein treues Ross zu zügeln. Doch in meinem aktuellen Zustand konnte ich nicht viel mehr tun, als zu verwirren und zum Aufbruch zu bewegen. Wenn ich nur die Zügel des Bundes hätte, wäre es ein leichtes, es zu zähmen. Wir können sie herstellen. Wir brauchen eine Blume. Wie, du willst die Zügel des Bundes für mich herstellen? Aus dem Haar meines treuen Rosses und einer leuchtenden Blume, die ich erblühen lassen soll? Eine Blume. Aber natürlich. Ich nahm an, die Menschen hatten aufgehört, mir die Zügel des Bundes darzubringen, weil ihr Glaube an mich verloschen sei. Da fehlte ihnen die Wahrheit lediglich das nötige Material, da ich dieses nicht mehr wachsen lassen konnte. Wie lange bin ich in diesen Irrtum aufgesessen? Viele hunderte Jahre ist schon her, seit ich zuerst eine leuchtende Blume blühen ließ. Denn die Kraft, die mir verblieben war, reichte nicht aus, um dies zu bewerkstelligen. Davon spricht, dass mich ein kleiner Teil meiner alten Kraft wieder durchströmt. Wohlan, wagen wir nach schier endloser langer Zeit den Versuch, eine leuchtende Blume erblühen zu lassen. Wahrscheinlich nicht so einfach, ne? Oder vielleicht doch. Das ist für dich, Menschenkind. Ein Kronblatt. Mir war das sehr mühselig, auch nur eine einzige Blume blühen zu lassen. Ich weiß nicht, ob es ausreicht, doch bitte nimm dieses Kronblatt an dich und versuche damit die Zügel des Bundes anzufertigen. Nachkommen jener Familie, die einst diese Zügel herstellt, sollte noch im Dorf leben. Ich setze meine ganze Hoffnung in dich. Das ist gut. So, also dieser Typ, der jetzt hier ist, ne? Schwerbetrieb, jetzt kannst du ja mal Bücher im Haus des Bürgermeisters ansehen, ne? Ja, der Bürgermeister, der Ballauer Bürgermeister, ne? Hi. Mach mir Zügel. Oh, dann wenn das nicht unser Ritter des Dorfes ist, bist du wegen den Büchern hier? Ich hätte eine Bitte. Wie bitte, willst du, dass ich Zügel des Bundes für dich herstelle? Jetzt bringst du mich aber in Verlegenheit. Zu Zeiten meines Urgroßvaters wäre das noch möglich gewesen, aber heutzutage gibt es niemand mehr, der sich an die traditionellen Herstellungsweise erinnert. Deswegen braucht man dafür eine bestimmte Blume, die ich bezweifle, dass du die hast. Doch, die habe ich. Ich glaube, es ist ein Schimpep. Hast du wirklich das Krumm einer leuchtenden Blume? Würdest das dann, dass den König der reichen Ernte ebenfalls wirklich? Nein, das kann nicht sein. Meine Vorfahren haben die Zügel des Bundes hergestellt, indem sie sich die Anleitung aus den alten Märchen hielten. Dazu brauchten sie eine bestimmte Blume und Haare eines bestimmten Pokémon. Aber ich fürchte, an die Details dieses alten Traditionen kann ich mich nicht mehr erinnern. Jedoch muss ich mich natürlich für deine Hilfe erkenntlich zeigen. Wenn du mir die Materialien gibst, werde ich mein Bestes versuchen. So, nimm Haare und Blumen und mach mir ein Ding daraus. Ich weiß nicht, ob ich so gut hinbekomme wie mein Urgroßvater, aber ja, es ist in der Zeit, eine alte Tradition meines Dorfs wieder zum Leben. Kiha, Werkel, Tüftel, Humpf. Das war ein absoluter Reinfall. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich hatte mich selbst für einigermaßen geschickt, aber für die Zügel bräuchte es jemanden, der über meine Fingerfertigkeiten verfügt als ich. Bitte sehe mich nicht so niedergeschlagen an. Es tut mir wirklich leid. Hey, Herr Bürgermeister. Lass mich raten, du kannst dann, ne? Es gibt einen Notfall. Meine Hütte hat sich das heiße Wasser aus der Dusche verabschiedet. Okay, auch das tut mir leid. Ich schaue es mir bald so möglich an. Ach, du bist ja auch hier, Expeditionsleiter. Ist irgendwas passiert? Die miese Stimmung hier zieht mich ja gleich mit runter. Der Bürgermeister hat... Da, das ist alles. Ihr braucht also nur einen Strick, ja?
Gib mir mal die Materialien. Okay, jetzt habe ich hier ein Kroblatt und Rossa. Was genau stelle ich jetzt mit dem Kram her? Na, ich bin mal so frei. Das Blütenblatt wird angeflecht. Den Haar der Mähne, so ist recht. Boah, Alter, musst du mir die Methode echt querken, verklickern? Naja, mir soll es recht sein. Also dann, ran ans Werk. Und fertig. Ist das okay so? Zügel des Bundes. Cool. Unglaublich, entgegen meiner Erwartungen sind sie wirklich ausgesprochen talentiert. Sie da in den Helden an, sieht exakt so aus wie die Zügel des Bundes aus den alten Überlieferungen meiner Familie. Dank meiner aufmüpfigen Tochter bin ich ein Experte, kaputte Dinge zu flicken. Das Entdecker-Set, das ich dir neulich in die Hand gedrückt habe, ist übrigens ebenfalls Eigenmarke Peony. Wie dem auch sei. Jetzt hast du die Zügel des Bundes, die du wolltest. Ich freue mich für dich. Tschüss. Haha, gut. Dann. Weißt du was, ich habe mich neulich doch tatsächlich schon wieder dabei erwischt, wie ich da aus dem Stehen eingeschlafen bin. Weil ich völlig durchgefroren war, wollte ich in der Basis erstmal schön warm duschen, aber es kam nur eiskaltes Wasser aus. Vor der Schreck bin ich in draußen gesprungen und... Und zwar Splitterfaser. Was? Ernsthaft, sieht das niemand? Menschenkind, war die Herrscherin der Züge des Bundes von Erfolg gekrönt? Ja, dank Peony. Tatsächlich, dieser Mann ist mir ein größerer Hilfe als erwartet. Auch ich habe frohe Kunde zu erbringen. Mir ist es endlich gelungen, den Aufenthaltsort meines treuen Rosses in Erfahrung zu bringen. Phantros hat den Kronentempel zu seiner Heimstätte auserkoren. An jenem Ort haben wir damals viel Zeit zusammen verbracht. Ich sah zurück jetzt vor, diese Stätte zu meiden. Zu sehr fürchtete ich, von nostalgischen Gedanken an frohen Tagen übermannt zu werden. Doch weshalb hat sich mein treues Ross ausgerechnet dorthin zurückgezogen? Etwa um in Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit zu schwelgen? Nein, ausgeschlossen. Der Kronentempel thront auf dem Gipfel des nördlich von hier gelegenen Berges. Ich bitte dich, den Kronentempel aufzusuchen und die Zügel des Bundes mitzubringen. Ulan, ich breche zugleich auf. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Ich verlasse mich auf dich, Menschenkind. Tschüss. Okay, dann gehen wir mal dahin. Ich will dieses ganze Story-Dingen mal abschließen, ja? Oh, da müssen wir hin. Okay. Wir versuchen mal, ob wir halt auch noch hinkriegen. Ich werde mit dem Schattenross erledigen, damit wir, weiß ich nicht, vielleicht im nächsten Part mal die andere Seite sehen. Hat andere Ross, für welches ich mich höchstwahrscheinlich auch entscheiden werde. Lichtross, das klingt doch viel geiler. Sehe ich aus wie ein Edgelord und oh Gott, lass alles stehen und liegen. Die Auferstehung eines Gottes ist gerade. Oh. Und das ist eingeschlüpft. Ein wildes Lord Helix. Cool, dieses Pokémon entwickelt sich allmählich zu einem Problem, da einige wiederbelebte Exemplare fehlen oder freigelassen werden. Unser Gott. Ja. In die Welt hinaus. So, ich weiß jetzt nicht, wo ich hin muss hier. Sole ist Giganten. Ich war schon mal hier, also. Ne, da ist das Nest, ne? Das kann halt ja nicht da sein. So, macht euch nicht so breit hier. Ah. Ah. Will die Story noch abschließen mit dem Ross wenigstens. Einfach nur um zu sehen. Damit ich aber, weiß nicht, beim nächsten Mal Lichtross hier aufnehmen kann. Sind wir mehr oder weniger die Sachen hier zwar doppelt, aber man kommt ja wenigstens beide Rosse mal zu sehen. Yes. So, da ist irgendwo eine Höhle. Na toll, jetzt muss ich erstmal einen Haufen Pokémon hier ignorieren, wahrscheinlich. Story mit mir. Was soll's? Metang. Oh, und die Entwicklung von dem Teil. Welche sich übrigens Nacht entwickelt. Habe ich nachgeguckt. Okay.
Ich nehme an, wir müssen da rein, ne? Dann da durch und wir müssten da sein, ne? Aufstiegstunnel. Gut, dann gehen wir noch ganz schnell dahin. Schließen das mit dem Phantomross hier ab, würde ich sagen. Kindwurm. Das heißt, Brutalanda gibt es in diesem Spiel. Oh. Okay. Cool. Da freut sich der Master wahrscheinlich, ne? Brutalanda ist ja, glaube ich, eins seiner Lieblings-Pokémon. Wenn nicht sogar sein Lieblings, ich weiß es gar nicht. Oh Gott, mindestens irgendwie hoch oben irgendwie dran. Oh mein Gott, wo ist denn jetzt der Ausgang? Ja, ich will doch nur die Story hinter mich bringen, nicht hinter mich bringen, aber mich gerade widmen, sag ich mal. Ja, bin ich richtig? So ein Expert muss ich übrigens auch noch haben. Hi. Fühlt sich einfach so krass im Brutalanda darum, dass ich ignorieren muss im Moment. Toll, hier ist eine TM. Was soll ich damit? Mit TP sogar wahrscheinlich. Was soll ich damit? Okay, kann vielleicht ein längerer Part sein, weil das Spiel mir jetzt irgendwie nicht so gnädig ist mit, wo ich hin muss. Von hier kam ich. Mehr oder weniger. Ist auch eine Sackgasse. Ah, damit will ich doch, dabei will ich jetzt doch nur die Story mit dem Dingen hier abschließen, damit ich weiß nicht. Ich müsste mal sehen kann, ja. Beim nächsten Mal irgendwie der andere Ross nehmen kann. Aber ich komme, glaube ich, nicht dazu. Wenn ich den Ausgang nicht finde. Das ist furchtbar. Ich gehe mal weiter nach oben, ne? Je höher, desto besser, ne? Guck mal. Da, guck mal. Das sieht richtig aus. Lass mal die Treppen hier hochradeln. Guck mal hier alles. Altaria, dieses Viech. Was voll nervig, glaube ich, zu entwickeln ist, wenn ich mich nicht irre. Naja, ich habe es ja schon. Also, es ist uninteressant für mich. Es ist nicht interessant. So, was haben wir hier? Da ist der Kronentempel. Wäre jetzt irgendwie voll mies vom Spiel, weil einfach so ist, das Spiel wird gespeichert. Boom. Ich kann den, weiß ich nicht. Ich bereue dann irgendwie meine Wahl. Und da wartet er schon. Guck mal. Was geht? Ich habe dich schon sehnsüchtig erwartet, Menschenkind. Der Kronentempel dient mir eins als mein Zuhause. Phantoros hat sich wohl just hier niedergelassen, um mich für meine verlorenen Kräfte zu verhöhnen. Oh, die Zügel des Bundes, du hast sie mir wahrhaftig gebracht. Ich danke dir vom Herzen. Ach, dieses Gefühl, sie in Händen zu halten, die Farbe und dieser edle Glanz. Die Erinnerungen sind so frisch wie am ersten Tag. Phantoros ist ein sehr stolzes Pokémon. Manche würden es vielleicht sogar arrogant nennen. Es wird mich erst dann wieder als seinen Herrn akzeptieren, wenn ich den Beweis erbringe, dass meine Kräfte die Kraft, die seine übersteigt. Wenn meine Kraft die seine übersteigt. Ich werde die Zügel des Bundes dazu nutzen, ihm meine Kraft direkt zu übermitteln. Dann, so hoffe ich, wird es sich mir endlich wieder gewogen zeigen. Oder Menschkind, es ist an der Zeit, mein treues Ross herzulocken. Lege jetzt die Phantomkraut in den Korb, die sich... der sich in seiner Schlafstätte befindet. Hm, ja. Ja. Hm. Es ist soweit, Menschenkind. Allerdings hast du mein treues Ross bereits einmal im Kampf bezwungen. Es nähert sich niemanden freiwillig, den es für seine Bedrohung hält. Deshalb müssen wir uns verstecken und ausheimen, bis es zurückkehrt. Dann packen wir deinen fliegenden Typen weg. Ist ein bisschen auffällig, obwohl bisher hat den noch niemand bemerkt. Also
scheint das voll die gute Tarnung zu sein. Wir verstecken uns einfach hinter dir. Dann willst du uns nicht sehen. Ach so, als sind die Zügel, ich wollte schon sagen. Das sind diese langen blauen Dinger. Ey. Dampf. Das ist auch so. Mantel bekommen. Ein Umhang. Meine ich. Okay. Also seid ihr zwei verschiedene Pokémon oder seid ihr eins? Was zum Henker? Mensch, was für ein Riesenrübe. Und es reitet auf etwas? Blablabla. Wow, dieses Riesenschild kann ja sprechen. Hä, was willst du? Echt? Ja, ich verstehe kein Wort, aber wenn du meinst... Moment mal, werde was bist du überhaupt? Ach nö, nicht schon wieder. Oh, okay. Menschenkind, dank deiner Hilfe ist mein teures Ross wieder zu mir zurückgekehrt. Endlich habe ich meine alte Stärke wieder zurückgewonnen. Ich war überzeugt davon, dass die Menschen ihren Glauben an mich verloren hatten. Mein treues Ross hatte mich ebenfalls verlassen, weil schon war ich in den Abgründen trostloser Einsamkeit gefangen. Doch du hast mich gerettet. Worte reichen nicht annähernd aus, um mir das Ausmaß meiner Dankbarkeit zu zeigen. Deshalb würde ich dir gerne einen Vorschlag unterbreiten. Soll es dir gelingen, mich in meiner jetzigen Verfassung zu fangen, so werde ich deine Stärke anerkennen und dir auf deinen Abenteuer zur Seite stehen. Stell dich mir, sobald du dich bereit fühlst. Ah, doch zuvor noch eine Sache. Ich sollte diesen Mann dorthin zurückbringen, wo ich ihn gefunden habe. Schließlich wäre es recht herzlos, ihn hier unter einen freien Himmel schutzlos der Kälte auszusetzen. Na, ich gehe dann mal. Ja, okay, da kriegen wir natürlich auch noch hin. Was geht? Ja, komm. Dann komm mal her. Ich habe eine Menge Meisterbälle. Du hast keine Chance, tut mir leid. Ja, das war genau wie mit den Hunden. Oh, oh. Keine Ahnung, was du sagst. 80. Verfügt über zwei Fähigkeiten. Die Anspannung und noch irgendwas. Mal Ekelsam. So. Psychokinese. Ah. Oh, Alter, nee. Dunkles Vian. Das sieht so als ein Pokémon. Über die Musik. Natürlich ein bisschen irgendwie versuchen, so effektiv und nicht effektiv. Man weiß ich denn, welches Typ dieses Ding ist. Koronos war, glaube ich, irgendwie Psycho und noch irgendwas, ne? Psycho oder Pflanze vielleicht. Verstehe nicht, wie das Ding funktioniert irgendwie. So zwei Pokémon sind oder eins. Was? Der hat bei mir eingesetzt. Und sagen, warum hat er sich so zur Seite gedreht? Hat er jetzt eingesetzt? Der auch wieder Sauger? Strahlfragmente. Gott.
Autsch. Und dunkle Vian. Und die Musik. Ja gut, weißt du was? Hier. Das ist jetzt nicht gerade Gigasaug eingesetzt, oder? Nur Psychokinese, aber der Spezialangriff wird immer höher. Oh Gott. Gott, das Ding zu fangen wird nicht leicht. Ich glaube, ich werde sogar echt einen Meister bei gegen das Ding einsetzen. Und das Ding ist es wert. Man ist ein König, ne? Und ein treues Ross. Kann ich dich bitte mal einmal paralysieren? Und du setzt auf. Ja, du hast Gigasauger. Oh Gott. Alles klar. Das läuft jetzt nicht so wie geplant. Okay. Big Tox. Ich glaube, der haut den jetzt weg. Mal einmal Psychokinese und der ist weg. Oh Gott. Okay. Ja, läuft nicht so. Ach komm schon, nicht so ein Bullcrap. Boom. Ernsthaft jetzt? Nicht sehr effektiv. Okay. Was ist denn das für ein Typ dann? Muss der Geist sein? Geist? Ich pflanze noch nicht. Ja, vorhin Gigas aber nicht effektiv gewesen. Psycho? Geist Psycho? Ich habe keine Ahnung. Aber ist auch egal. Ich glaube, wir fangen das jetzt. Egal, was für ein mächtiger König du bist. Du hast keine Chance gegen unseren Gott. Was ist ein Gott? Was ist ein König im Vergleich zu einem Gott? So. Und da gehörst du uns. Boom. Ich sage erstmal 33, 32 Level erreicht. Ist das krass. So, Kaiser-Pokémon. Das widerspricht sich ein bisschen, hallo? Oh Gott, guck mal den seine Rufe an. Rappenreiter. Laut Erzählung reitet es mit einem Pokémon, dem ist dem Bundesstand durch ganz Galar, um wüstes Land zu begrünen. Psycho und Geist. Menschkind, nein, lass mich nicht bei deinem richtigen Namen nennen, Danilo. Ich lege unsere gemeinsame Zeit mit Freunden entgegen. Hallo, bist du als Expeditionsleiter? Hier spricht Peony. Ich hatte gerade einen total abgefahrenen Traum. Ich war in so einem seltsamen Tempel und dieses Pokémon mit dem Riesenschild war auch da. Und dann hat es auch noch angefangen zu sprechen. Du kannst übrigens auch in den Traum vor. Das wirkt alles viral, echt gruselig. Jedenfalls habe ich mir Sorgen um dich gemacht und dachte, ich rufe mal an. Ist bei dir alles in Ordnung? Ja, du steckst nicht in irgendwelche Schwierigkeiten oder so. Aber ist unter Kontrolle. Oh, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Hab mir wohl umsonst Sorgen gemacht. Tja. Hier im Pionier-Expeditionstrupp geht die Sicherheit des Mitglieder schließlich über alles. Diese kommen ja gesund und ein Stück wieder zurück, hörst du? Jeder weiß, eine Expedition endet erst dann, wenn man wieder in dem Basis chillen kann. Okay. Statt der Peony-Bericht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ist das Ding jetzt ein Pokémon? Scheint ja, ne? Gibt es das Ding nicht in Normalführung, weil es gibt es ja auch in dieser Führung, ne? Dann gibt es einmal das hier. Königs-Pokémon, Kaiser-Pokémon.
Und wie tut man das Ding jetzt davon trennen? Muss da auch irgendwie möglich sein, oder? Ich verstehe es nicht. Okay, spielen wir noch ein ganz klein bisschen weiter, um zu sehen. Lass ich mal ganz kurz heilen, man weiß ja nie, ne? Dann gucken wir mal, weiß nicht. Also noch als nächstes auf uns warte, vielleicht kriegen wir ja noch erzählt, was Pokémon trennen können oder so, oder vielleicht jetzt dort für ich weiß, was ich machen muss. Ich mal ganz kurz hier wieder zum Tempel zurückgehen, da kommt man ja hinfliegen, ne? Kann ich das hier trennen? Hi. So, und da hat er jetzt auch zwei Fähigkeiten, ne? Das ist auch so eine Sache, die mich irgendwie verwirrte. So über Konosfähigkeit Anspielung als auch über Phantom aus Fähigkeit dunkles wie an. Das ist krass, ehrlich gesagt. Er hat einen mega großen Spezialangriff, obwohl das ist ja auch Level 80, ne? Lass mich raten. Ich kann das bestimmt irgendwie trennen, ne? Ja gut, egal. Will ich aber sagen, das reicht dann. In der nächsten Folge werde ich dann... Also war das noch ein paar Pokédex-Einträge? Ne, lass mal. In der nächsten Folge werde ich dann noch mal die Story spielen, und zwar mit dem... mit dem Andamoss. Um das auch mal zu zeigen, ne? Und auch beide von denen hier zur Auswahl haben. Vielleicht werde ich dazu sogar mit meinem anderen Spielstand mal auf Pokémon Schild. Ich weiß es nicht. Wird ja keinen Sinn machen, ne? Weil ich werde ja hier das Licht ringen irgendwie. Das ist ja irgendwie Licht gewesen, ne? Sein Umfeld zu erkunden, das ist all seine Sinne, bis auf den Sehsinn. Wer von Phantom aus getreten wird, verliert angeblich seine Seele. Oh, cool. Ein barmherziges Pokémon, das über heilende und segende Kräfte fühlt. Ihm längst vergangene Zeiten herrschte es über Galar. Na, Rappenreit hier. Und hat in zwei Titel. Königs-Pokémon, das untere hat wahrscheinlich diesen Titel, ne? Okay, irgendwie muss man die auch bestimmt trennen können, aber ich weiß nicht wie. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ist auch egal. In der nächsten Folge werden wir noch mal zeigen, wie das hier mit dem anderen Boss hier abläuft, auch wenn das jetzt nicht so sehr viel anders sein wird. Aber ja, durch trotzdem so aufnehmen. Okay, okay. Gut, dann sage ich, ich werde nach diesem Part nicht speichern natürlich und noch mal hier alles hinspielen und sage dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr lasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski.